Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 3 und wir sind wieder hier mit unserer Family. Und im letzten Part ist schon wieder ganz viel passiert, denn unsere Riley ist wieder schwanger. Die beiden haben sich noch ein Kind gewünscht. Und außerdem ist Adrian zum Teenager geworden. Und er sieht so cool aus. Ich bin sehr gespannt, wie das hier alles wird. Sag mal, wieso ist das noch an? Muss jetzt nicht sein. Ich bin einfach so gespannt, ne? Irgendwie, es passiert immer so viel hier gerade. Und also ich meine, wir sind ja nicht mehr lange dabei. Wir haben jetzt noch mit diesem Part 4 Parts. Es ist einfach wild. Riley wünscht sich auch schon ein Kinderbett zu kaufen. Heute ist Liebestag! Aber wir kaufen erstmal ein Bettchen. Können wir es da hinstellen und dann... Oh, da ist ein Busch. Egal. Dann kaufen wir ein Kinderbett. Oh mein Gott, ist das hübsch. Wow, ist das süß. Ich hasse es. Hör auf, mir das immer anzuzeigen. Süß. Why are you awake? Du bist absolut müde. Also wir können auf jeden Fall gerne heute ein bisschen romantic sein. Dieses Outfit ist auch so eine Mood einfach, ne? Dieses T-Shirt und diese Gammelhose, ich fühl's. Nee, Girl, du musst gar nicht arbeiten. Warum wird mir das immer angezeigt? Das ist so nervo manchmal. Mir ist eingefallen, wahrscheinlich packt er das hier sowieso immer ein, wenn er es dann benutzt. Aber ist ja auch egal. Okay, heute ist auch keine Schule. Nice. Ey, immer wollen die, dass wir dancen gehen. Nee, lass mich in Ruhe. Süß. Ich lieb's ja so mit dem Schaukelstuhl, ne? Also Ava wird auf jeden Fall mit Vincent abhängen. Weil wir sind ja in einer Beziehung. So, um Verabredung bitten. Mein Gott, ich habe vorher nicht gespeichert und trotzdem funktioniert's. Ich bin glücklich. Wir können ja... Ich kann mich nicht entscheiden. Wir können uns auch einfach hier treffen, oder? Oder wir gehen in dieses Art-Dings. Ich weiß nicht, ob man da jetzt schon rein kann, aber wir können ja mal schauen. Hallo! Ach, das ist hier tatsächlich was, wo man so reingehen kann. So, ihr habt bestimmt jetzt erstmal ein bisschen Spaß im Backen. Ihr haltet euch für sehr verführerisch. Spannend. Ihr Lieben, habt ihr Lust, zusammen essen zu gehen? Das wäre doch süß. Mit Sophia. Dann können die hier im Kaffeehaus essen. Und Adrian wollte das Frühlingsfest besuchen. Also mit euch klappt das hier gut. Das freut mich. Er möchte jemanden küssen. Ja, so schätze ich ihn auch ein. Aber ich glaube, er kann diesen Stand nicht benutzen, oder? Es gibt doch diesen Kussstand. Nee, weil er zu jung ist. Und er kennt halt auch irgendwie niemanden, oder? Kennst du irgendeinen Teenager? Das ist eine Teenagerin. Das, ja, aber nicht so richtig, ne? Oh, das geht aufs Haus. Nice. Du musst nichts bezahlen. Aber die beiden wollten auch zusammen hierhin, würde ich sagen. Also ist doch süß, oder? Wenn die zusammen auch hierhin gehen. Problem ist, niemals wird hier ein Teenager aufkreuzen. Das hier ist safe keine Teenagerin. Wir können ja mal Hi sagen, aber ich bezweifle es. Sag mal, wieso geht's dir eigentlich so kacke? Ne, die ist größer. Das ist definitiv eine erwachsene Frau. Benutzen mit Sophia. So. Oh mein Gott, das wäre richtig süß, wenn einfach mal alle vorbeikommen. Ich will ein Gruppenfoto. Könnt ihr zusammen auch hier hinkommen? Süß. Der Liebesinspektor gibt bekannt, dass ihr zwei die wahre Liebe gefunden habt. Ihr müsst zusammenbleiben. Ich weine gleich. Ich brauche noch ein Family-Foto. Das ist ganz wichtig. Vor allem, Riley ist ja auch noch schwanger. Süß. Das heißt, es sind tatsächlich sogar alle dann mit auf dem Foto, theoretisch. Süß. So, und du kannst mit deiner Verabredung auch nochmal diesen Liebestester machen. Ich finde das witzig. Oh mein Gott, es gewittert vor allem und wir sind hier. Meine Cam ist eingefroren. Aber es ist egal. Mann, nehmt euch ein Zimmer. Wir können ihm einfach schon einen Heiratsantrag machen. Ich glaube nicht. Ihr seid ein bisschen jung dafür. Oh, warum seid ihr denn jetzt schon zu Hause? Oh, er ist auch auf dem Weg nach Hause. Ja, ich glaube, das mit dem Küssen ist ein bisschen unwahrscheinlich. Ja, dann lasse ich ihn doch vielleicht einfach mal ein bisschen Schlagzeug spielen. Weil das ist ja mein Plan mit ihm. So, er hat schon Level 3 natürlich direkt. Wie süß ist das denn? I love it! Familie Wagner, bald sind wir zu fünft. Süß! Als ob der Laptop kaputt gegangen ist. Das macht aber nicht Riley, weil ich weiß nicht, ob Schwangere in dem Spiel sterben können. In Sims 4 geht's nicht, aber ich vertraue ihr nicht. Also er fühlt es auf jeden Fall richtig. Süßes oder Saures geben? Bro, es ist Liebestag. Ihr habt anscheinend hier eine ganz gute Zeit miteinander. Aber es ist jetzt auch schon 17 Uhr. Ach, süß. Also ich kann das ja einloggen, aber ihr seid ein bisschen jung dafür noch, ne? Grundsätzlich aber gerne. So, und dann
gib ihm doch einen Abschiedskuss. So, Sophia hat das auch hinbekommen. Cool. An Verabredungen wie diese erinnert man sich mit einem Lächeln. Danke für die schöne Zeit. Oh. Oh mein Gott, das ist Vollmond. Dann ist es auf jeden Fall gut, dass wir das vorzeitig beendet haben, ey. Süß, sie ist richtig glücklich jetzt wegen der Verabredung. Süß, süß. Wünschte, wir hätten noch eine Dusche, ne? Ist die Frage, packt er das ein? Nö. Nice. Dann ist cool. Dedrick Brown Carter möchte wissen, ob Ava an einer Verabredung interessiert ist. Nein. So, und dich lassen wir jetzt nochmal ein bisschen einen Zaubertrank entdecken. Ich meine, sie ist noch nicht Level 7, aber ja, sie hat noch 9 Tage und wir müssen das jetzt so langsam wirklich mal angehen. Es ist aber schon wieder ziemlich spät. Ah, nervig. Eigentlich, das fällt mir gerade mal so ein, wir könnten ja auch Sophia interviewen, weil Sophia ist ja ein Star. Und dann können wir das als Kritik schreiben oder was auch immer. Oder Story oder was auch immer, dieses Dings da halt für unseren Job. Das ist ja übel schlau. Ist, dass mir das nicht früher eingefallen ist. Pff. Als ob er der Erste ist, der hier wach wird. Er möchte direkt die Schule schwänzen. Und ich sag, wie es ist, aber er wirkt wie jemand, der das tun würde. Oh mein Gott, was, wenn er so früh aufsteht, um Sport zu machen? Da sehe ich ihn. Naja, also das sieht super aus. Wow. Sophia ist auch schon wach. Hey, er hat sein erstes Level erreicht. Aber ich würde nicht unbedingt heute schwänzen, weil heute ist auch sein Sportverein. Und ich glaube, das ist ihm dann doch zu wichtig. Girl, du kannst nicht duschen. Deine Tochter ist da. Ja, sei doch jetzt nicht sauer auf sie. Das ist jetzt so den ganzen Tag Zeit. Aber kein Problem. Hey, Level 8 der Gitarrenfähigkeit. Jetzt hat sie nochmal den Wunsch, auf eine Partygitarre zu spielen. Kann ich sie nicht interviewen? Vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof, das zu finden. Aber ich finde das nicht. Och Mann, ich dachte, ich hätte jetzt voll den Lifehack herausgefunden. Oh, und unsere Freundin ist auch umgezogen. Das Baby kommt! Kannst du sie bitte ins Krankenhaus bringen? Ich meine ja nur. Jetzt fährt sie! Hallo? Das ist... Nee, ich bin der Meinung, es ist nicht so schlau, die schwangere Frau Auto fahren zu lassen, wenn sie in den Wehen liegt. Aber naja. Es ist ein kleines Mädchen. Was? Die Schwangerschaft ist gut verlaufen? Hä, ich habe noch nicht mal ein Buch oder sowas gelesen. Hä? Macht gar keinen Sinn. Egal. Ich habe leider keine Vorschläge bekommen, was aber auch kein Problem ist. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Und ich habe mich für Abby entschieden. Ich finde den Namen sehr, sehr süß. Und es passt halt auch zum Naming-Theme mit den anderen. Deswegen schauen wir mal, was sie wird. Liebt die Hitze und ist leicht zu beeindrucken. Süß. Hello, little one. Sie sieht nicht so zufrieden aus irgendwie. But it's a girl. Also ich wollte gerade eigentlich noch Sophia losschicken, eine neue Komposition suchen. Aber das ist natürlich viel wichtiger. Hallo. Warum bist du denn jetzt hier? Hallo? Vor allem im Sportoutfit. Oh, Ava hat einen Brief von Vincent bekommen. Und noch einen. Süß, süß. Die haben auch Geschenke bekommen? Heavy Metal. An sich würde ich das am liebsten ihm geben. Aber wir haben halt absolut gar keinen Platz dafür, ne? Also, das ist die einzige Wand, wo das hinpassen würde. Nee. Was? 2000? Dieses Spiel macht mich fertig. Kannst du mit ihr schaukeln? Ja! Süß, süß, süß. Girl, und wenn du jetzt schon zu Hause bist, dann mach halt einen Zaubertrank, Alter. Also, es geht hier sonst nicht. Nee, das ist ja so süß. I can't! Bitte zu diesem Zaubertrank-Dingsi gehen. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Finde einen Teilzeitjob, um deine schulischen Leistungen zu verbessern. Ich glaube, das juckt die noch einfach nicht so. Level 6, Alter. Pop off, Girl. Sophia muss gleich arbeiten. Sie kann jetzt Schlafelixier machen. Das ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Aber wir sind ja auch noch nicht Level 7. Sie will Abby fotografieren. Wie süß. Was denkt ihr davon? Nein, ich versuche das nochmal ein bisschen zu färben. Also, dieses Pink finde ich an sich süß, aber es sollte nicht so vibrant sein. Oh, das ist so süß. Ja, ich habe jetzt mein Color Scheme gefunden für sie. So richtig Klischee, aber ich lieb's. Sie will irgendwas für 500 kaufen, deswegen, wie wäre es mit Sonnenblumen? Toll. Dann gehe ich hier hin und dann kannst du doch ein Foto von ihr machen, oder? Tolles Foto. Ach ja. Ich habe schon wieder kurz vergessen, dass Sophia arbeiten muss. Run! Und Abby geht's aber gut. Süß. Ich weiß immer noch nicht, wo diese Schaukel ist. Weiß ich nicht. Ich habe sie eigentlich. Aber, ja, weiß ich nicht. Die ist nicht hier. Irgendwie ist sie nicht im Spiel. Aber keine Ahnung. Mein Store-Content ist sowieso mal da, mal nicht. I don't know. Seit der EA-App ist das alles ein bisschen unzuverlässig.
Aber Girl, dann schreib doch einfach erstmal dein Buch weiter, weil das ist das Einzige, was gerade irgendwie noch Aufmerksamkeit braucht, denn der Rest ist gerade eigentlich gut dabei. Sie möchte die Schreibenfähigkeit perfektionieren. Sie hat einfach nur Wünsche zum Schreiben. Ich fühle es aber auch ein bisschen. Sie hat einfach Hyperfixation. Aber sie braucht nur noch ein Level, dann hat sie die Schreibenfähigkeit eh perfektioniert, also... Oh, sie ist schon wieder angesenkt. Athletikfähigkeit 2. Aber vielleicht kann sie dann ja nochmal ein bisschen die Galaxy absuchen. Nee, wir gehen zu keiner Party. Das Spiel lägt, ich speichere. Wieso? Jedes Mal. Oh nein, ich wollte gar nicht. Idiot, ey. Naja, wenn er ein richtiger Mensch ist, vielleicht versteht er dann, dass er nicht immer dabei sein sollte, wenn seine Freundin gerade am Pipi machen ist. Hallo, Adrian. Job kündigen? Bitte? Nein, das ist dein Lebenswunsch. Zusammenarbeiten in Ägypten. Ich glaube nicht, Girl. Das Ding ist, an sich würde ich zwar gerne in dem Let's Play halt Urlaub machen, aber ich habe einfach Angst, dass irgendwie noch mehr breakt, wenn wir eben dann reisen und so. Es ist immer ein bisschen schwierig. Das Buch ist bald fertig. Yay. So, dann können wir mal wieder was Neues servieren. Oh, wie wär's mit Sushi? Und er kann gleich nochmal ein bisschen mit seinem Schlagzeug spielen. Hey! Sie hat schon wieder einen Himmelskörper entdeckt. Winzig, gelb und Zwergstern. Kleiner gelber Zwerg. Hallo! Babys sind immer so langweilig, ne? Aber in 3 Tagen ist sie schon Kleinkind. Was, wenn wir die Wand dann auch in diesen Farben machen? Süß! Und können wir das Hausel auch in den Farben machen? Oh mein Gott, ich liebe es. Ein Träumchen. Ihre Lieblingsfarbe ist aber eigentlich weiß. Das ist mir egal. Also mit weiß kann man das auch gut pairen. Also Level 4 der Schlagzeugfähigkeit. Oh, lass die Teenager allein. Nee. Eine Einzimmband. Finde ich actually ziemlich cool, wenn er das als Wunsch hat. Ja, nehmen wir. Bibi macht auch Haie. Ja. Und ich würde Riley gerne noch das Buch beenden lassen. Oh, hat sie gerade. Sie hat einfach 3 Wünsche auf einmal erfüllt. Ich kann nicht mehr. 6 Tantier über 1442 Simoleons. So, wir kriegen jetzt 3718 Simoleons in der Woche. Heißt, wir haben bald unseren Lebenswunsch auch erreicht. Wie cool ist das denn? Sie kann ja hier drin Nickerchen machen. I don't know, ob das dann so funktioniert. Also, ob sie dann mit dem Baby im Arm ein Nickerchen machen kann? Ich glaube nicht, ne? Schade, aber trotzdem ist das... Ah doch, die Energie geht trotzdem hoch, also ist es egal. Und das Sozialbedürfnis vom Baby geht auch hoch. Dann kannst du dich auf jeden Fall auch nochmal hinlegen. Guten Morgen, Girl. Ist schon wieder soweit. Es ist ja Samstag, Alter. Vielleicht ist heute der Tag, wo sie Level 7 erreicht. Ich meine, das heißt ja nicht, dass sie direkt diesen Trank entdeckt, aber die Chance ist natürlich dann wenigstens da. Jetzt möchte er Bass lernen. Kannst du aufhören, Girl? Das ist das von deinem Sohn, das Instrument. Ich musste noch nicht mal hochgehen, um zu wissen, wer es ist. So, sie möchte auf jeden Fall eine neue Komposition lernen. Deswegen werde ich sie jetzt gleich auf jeden Fall eine neue Komposition kaufen lassen. Ava hat Level 7 der Logikfähigkeit erreicht. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt hoffe ich natürlich sehr, dass sie diesen Trank herausfindet. Ich finde auch toll, dass da nicht steht, was das bringt. Aber wir werden bestimmt herausfinden, welcher dann der richtige ist. So, und du kannst ja Sport machen. Sie kann ja mal einen Artikel schreiben. Komposition gibt es hier bei Büchern, ne? Wir gehen einfach mal hin. Notenblätter, yay! Improvisationstalent, nehmen wir das. Das kostet auch am meisten. Oh, sie muss aber weniger bezahlen, weil sie Sophia Wagner ist. Hat auch Vorteile, ne? Tante Renate hat dem Nachwuchs was geschickt. Aha. Oh mein Gott. Leni ist jetzt aggressiv. Okay, und der Artikel heißt... So, wir sind mal ein bisschen politisch heute. So, hier sind irgendwie gefühlt fast alle auf dem Bild wild. Aber ich würde dann hier dann auch den Part beenden. Ich hoffe, euch gefällt Abby als Name. Seid ihr auch so excited auf die letzten Parts, wie hier noch irgendwie was zustande kommen kann? Habt ihr noch Storyline-Ideen? Habt ihr noch Ideen, was wir unbedingt machen sollen? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!